Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es wieder ein kleines Vision Opening. Ich war, ja, die erste Vision in der Woche wieder. Ich hoffe, ich kriege ein gescheites 470er Item raus. Ich würde auch eins ganz gern für PvP haben, also so ein Gushing Wounds würde ich nehmen oder Mastery oder Versa oder solche Geschichten. Schauen wir mal, was in den Kisten drin ist. Ich habe wieder gerade einen durchgezogen. Diesmal kein AFK-Run, sondern einen Run, wo er mitgelaufen ist. Und es hat mich die ein oder anderen Nerven gekostet, aber ich habe ja auch ein bisschen Gold bekommen, da kann man sich dann nicht beschweren. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Also Upgrade haben wir, Handgelenke. Zwillingsverwüstung haben wir bekommen. Rang 1. Ich glaube, auf dem Slot habe ich schon einen Zwillingsverwüstung Rang 1. Ich hätte ehrlich gesagt ganz gerne mal einen Rang 3 auf einem hohen Item, weil ich habe ja auf einem 425er aus einem Geplänkel habe ich einen Dreier Zwillingsverwüstung gekriegt, aber leider nicht auf einem hohen. Und das wäre hier eigentlich ganz gut gewesen. Leider ist ein Rang 1. Mal gucken, vielleicht kann ich ihn irgendwo anders mal einbauen, ne? Wenn jetzt hier die Sanity immer weiter nach oben geht. Und zwar haben wir jetzt hier den Kern, dann können wir nochmal den Umhang ein bisschen upgraden. Sind zwar nur 3 Punkte, also es wird lang dauern, bis wir da wieder genug haben, aber in ein paar Wochen kann ich das vielleicht dann zusätzlich anlegen. Gut, dann gucken wir gleich mal in den nächsten Run. Sodala, zweiter Run ist durch. Ich habe gerade einen Heiler durchgezogen und ich muss sagen, das hat wunderbarst funktioniert, weil irgendwie das Scaling noch ein bisschen weiter unten ist als beim Tank und dementsprechend haben die Mobs extrem wenig Life. Und es lief jetzt richtig, richtig gechillt durch und ich hoffe, für den gechillten Run kriege ich jetzt auch ein gutes Item. Machen wir erstmal hier die ganzen Extra-Münzen auf. So, die noch. Und ja, dann 465er müsste drin sein. Ich hoffe, ich kriege mal ein Gushing-Item. Oh, ein Pet haben wir schon mal. Hände. Crit. Crit. Das ist das, was ich überhaupt nicht brauchen kann. Ja gut, okay, wenigstens gab's Gold. Sodala, nächste Kiste ist angesagt. Wir haben wieder einen glücklichen Kunden. Und ich hoffe, dass ich auch ein glücklicher Booster bin und jetzt hier ein krasses Item rauskriege. Ich glaube, das müsste der dritte Run in der Woche sein. Heißt, wir müssen jetzt einen 460 rausbekommen. Und Hosen? Oh, was haben wir denn da? Mit Crit. Tempo und ich habe Stars drauf. Ich glaube, ich habe schon Rang 3 Stars auf Hosen. Ich bräuchte eher Gushing Wounds oder Versa Mastery, ne, für mein PvP-Ding. Aber die sind okay. Ja. Gibt schlechtere Sachen, aber leider sind die für mich jetzt persönlich kein Upgrade. Vor allem leider nicht für mein PvP-Gear, ne? So, den vierten Run haben wir fertig. Vielleicht haben wir ja nochmal ein gutes Item drin. Ein paar Münzen kriegen wir auf jeden Fall auch noch. Zweite kleine Kiste. Dritte. Oh, wieder ein Pet. Das kann ich ganz gut gebrauchen. Nicht. Und jetzt ein richtig krasses Item aus der Kiste raus. Oder sie buggt. Hallo? Ah. Okay, Kiste hat ein bisschen umgebuggt. Ah, ja. Was haben wir gekriegt hier? Ja, Sekundär-Stats. Aber die Stats an sich wären gut, ne? Vielseitigkeit, Mastery auf den Handgelenken wären prinzipiell gut. Aber das ist halt Käse, ne? Vom Item-Level und dem Effekt, das ist leider zu schlecht. Naja, gut, okay. Dann war es das mit dem kleinen Opening für die Woche. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.